ist etwas sperrig. Das sind Anträge betreffend die Wahl und oder Zusammenstellung oder eine Kandidatur der Top 6, 7, 8. Eigentlich gibt es für diesen Punkt nur einen einzigen Grund und dieser Grund heißt MIP und eigentlich hätte er dafür einen Antrag stellen sollen. Leider hat er das nicht gemacht, aber trotzdem ist er wichtig. Der gute MIP hat, und weil er das jetzt nicht mehr machen kann, für das Protokoll mache ich das. Bitte vermerken, weil das VL hat dann Sonderrecht. Ich stelle also den Antrag, dass eine Abstimmung darüber erfolgt, ob der gute MIP eine Ämterkumulation durchführen darf. Das ist laut unserer Satzung ist das notwendig und wenn der MIP jetzt auch hier wäre, dann könnte er auch sagen, von wann bis wann. Ja, der sitzt da aber. Ist mir Katze? Ja, also wir machen das mit Proxys, alte hessische Subkultur. Ja, also der Michael, der ist im Kreisverband Kassel Schatzmeister und wir wollen den partout nicht hergeben. Er ist stellvertretender Vorsitzender, er ist nicht zweimal Schatzmeister, das macht das auch weniger kritisch mit der Kumulation, denn er muss sich in dieser Rolle nicht so direkt selber kontrollieren. Und der nächste Parteitag wird irgendwie planmäßig im März nächsten Jahres sein und also ganz ehrlich, ich würde ihn gerne nochmal in Kassel wählen. Vielleicht drehen sie dir dann hier den Hals durch. Quatsch. Es gibt Wortmeldungen dazu. Ja, dann mach doch. Normalerweise macht man das ja so, so habe ich das mal gelernt, dass man die Leute sich vorstellen lässt, während der Vorstellung sagen sie das und danach, nach der Wahl, wird es ja erst interessant, ob die Ämterkumulation notwendig ist oder nicht. Und dann könnte das versammelte Volk dann auch noch ablehnen, wenn sie das denn möchten. Ja, das hat dann müsste er zurücktreten von seinem ersten Amt. Genau, das hat nämlich den Nachteil, dass er dann zurücktreten müsste und dass wir neu wählen. Da der gute MIP aber das als Voraussetzung für seine Kandidatur beschrieben hat, bleibt uns nichts anderes übrig, als das vorher abzufragen. Ne? Und eigentlich ist es ja auch richtig so, ne? Weil wir können nicht erst eine Wahl und danach machen wir dann eine Formalfrage, sondern wir machen erst wir klären erst eine Frage und dann kommt vielleicht die Wahl dazu. So, gut, ich glaube, die Tatsachen sind jetzt soweit alle bekannt. Ich sehe auch keine weiteren Fragen mehr dazu, dann kommen wir jetzt bitte zur Abstimmung. Wer möchte dem MIP die Ämterkumulation erlauben, respektive verbieten? Die Ämterkumulation ist erlaubt. So, weitere Anträge gab es dazu nicht und dann kommen wir.